Auf meinem Server kann man ja wirklich für alles mögliche Geld ausgeben, wenn man genug Ingame-Geld hat. Und ich habe hier gerade gefunden einen Shop, der sich auf Rüstung spezialisiert hat. Auf jeden Fall echt interessant, was ich auf jeden Fall machen werde gleich. Habt ihr auf jeden Fall Bock drauf, ist einmal zu schauen, ob es sich wirklich lohnt, 100.000 Euro für eine Rüstung auszugeben, wenn es hier eine Rüstung für 1 Euro gibt. Ich habe mir auf jeden Fall schon einen ganz guten Test überlegt, wie wir das Ganze austesten können. Also bleibt auf jeden Fall ran bis zum Ende. Wir werden uns auf jeden Fall aber zuerst mal den Shop hier anschauen, weil das ist echt krass, was der hier so auf die Beine gestellt hat. Guckt mal an, hier geht's auf jeden Fall erstmal runter. Rüstung, Werkzeug, Sonstiges. Lederrüstung, heute Sonderangebot. Alle Lederartikel, nur 55 Euro. Also der hat hier schon echt coole Angebote. Was ich jetzt aber nicht verstehe ist, jedes einzelne Teil hier aus Leder kostet 55 Euro, aber da oben kostet eine ganze Lederrüstung 1 Euro. Keine Ahnung, ob das vielleicht auch nur ein Lockangebot ist. Das werden wir auf jeden Fall gleich herausfinden. Ich bin auf jeden Fall schon auch gleich echt gespannt auf den Test, den wir gleich machen werden, ob es sich wirklich lohnt, so viel Geld in eine Rüstung zu pumpen. Okay, ja, hier sind auf jeden Fall alle Lederrüstungen, allen verschiedenen möglichen Farben und Variationen. Also hier ist auf jeden Fall für wirklich jeden was dabei. Was gibt's denn hier weiter unten? Hier ist sogar ein Pool mit Oktopussen drin. Unverzaubert. Feuerschutz. Okay, die Preise stehen da nicht dran. Okay, die muss man wahrscheinlich erfragen bei ihm. Okay, er hat sogar Holzäxte mit Verzauberung. Okay. Ich weiß nicht, lohnt sich das, eine Holzaxt zu verzaubern? Schreibt es mal in die Kommentare, ich weiß es gerade gar nicht. Also hier, also selbst auf dieser Etage hat er schon echt viel. Was gibt es denn noch weiter hier unten? Ich glaube, es wird immer teurer, desto weiter man nach unten geht. Okay, hier sind wir dann bei den Eisensachen. Also falls ihr Werkzeug sucht, dann geht mal zu seinem Grundstück hier auf City Build 1 auf jeden Fall. Also der hat hier wirklich alles auf jeden Fall. Okay, joa, hier hat er ja alles in allen möglichen verzauberten Sachen. Und das auf jeden Fall auch immer mit Sinn. Also auf jeden Fall nicht schlecht. Also der hat hier wirklich alles. Okay, was haben wir weiter unten? Okay, jetzt sind wir hier bei Goldsachen. Also nicht schlecht. Was haben wir hier? Und dann, ja, wie zu erwarten, haben wir hier dann die Diamanten. Also, okay. Ah, und dann haben wir hier nochmal eine OP-Rüstung. Ich glaube, das ist dieselbe, die auch oben ist. Wisst ihr was? Ich würde sagen, wir schreiben ihm jetzt einfach mal MSG Ghost Rider. Hey, ich würde gerne die 1 Euro Rüstung, die 1000 Euro Rüstung und die 100k Rüstung kaufen. Okay, meine Nachricht enthält unzulässige Zeichen. Komisch. Ah, ich habe hier das Eurozeichen auch nochmal ausgetauscht, weil es gibt momentan wohl so einen Hack-Client und wenn man das Eurozeichen nicht blockiert, also wenn wir das Eurozeichen nicht blockieren würden per MSG, dann könnten Leute euer Minecraft crashen lassen. Also wundert euch nicht, dass ihr dieses Eurozeichen nicht benutzen könnt per MSG. Also, naja, dann würde ich sagen, schicken wir die MSG mal ab und ich bin jetzt schon auf jeden Fall echt gespannt, ob es sich wirklich lohnt, 100.000 Euro für eine Rüstung auszugeben. Denkt mal, ihr euch interessiert das mindestens genauso wie mich. Also bleibt auf jeden Fall dran und eine Sache, wenn euch die Videos gefallen, vergesst auf gar keinen Fall hier einen Daumen nach oben da zu lassen, dann weiß ich, dass euch die Videos gefallen und dass ich mehr von solchen Videos bringen kann auf jeden Fall. Ach, er hat uns gerade sogar geschrieben. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall erstmal Geld. So, Echo Gift. Dann geben wir uns auf jeden Fall erstmal genug Geld, dass wir uns auch die Rüstung leisten können. So, zack. Geld haben wir auf jeden Fall. Hi, klar. Das heißt, wir müssen ihm jetzt 101.000, was rede ich hier gerade bitte, Freunde? 101.001. So, mega Brainfuck. So,
101.001. So, okay. So, Ghost Rider. Zack. Jetzt hat er auf jeden Fall das Geld. Und jetzt sollten wir auf jeden Fall die Rüstung bekommen. Und ich bin jetzt echt gespannt. Also, die 1-Euro-Rüstung ist auf jeden Fall die Lederrüstung. Und jetzt mal ganz im Ernst, Freunde. Für 1 Euro. Da ihr wisst, wie viel Leder man für so eine Lederrüstung schon braucht, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein richtiger Schnapper. Dann die Eisenrüstung mit Haltbarkeit 1 geht auch klar für 1000 Euro auf jeden Fall. Und, okay, wir bekommen sogar noch... Nein, ich glaube, wartet mal. Da oben gab es ja 4 Rüstungen. 4 Rüstungen. Wir haben jetzt nur 3 gesagt, weil, Okay. Und das ist die krasse Rüstung. Okay. Warte mal, was ist da drauf? Schutz 6. Ah, wisst ihr, was das für eine Rüstung ist? Ich will jetzt gar nicht so schmierig Werbung machen, aber das ist die Rüstung, die man bei uns in der legendären Truhe gewinnen kann. Also, ich muss jetzt oben Werbung einblenden, aber nur damit ihr es wisst, weil normalerweise kann man ja nicht auf Schutz 6 verzaubern. So, ich sehe nämlich schon wieder die ersten Kommentare auf jeden Fall. Okay, das heißt, wir haben jetzt sogar eine Rüstung umsonst bekommen dazu. Korrekt auf jeden Fall. Lass dich nicht abziehen. Die Rüstung ist viel mehr wert und selten. 100 Euro kriegst du aufs Haus, 1000 Euro Rüstung, okay. Er hat sogar noch geschrieben, die ist aus dem OP-Paket, genau, die OP-Paket quasi aus der legendären Truhe. Naja, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal die Rüstung austesten, Freunde. Ich bin schon jetzt echt gespannt. Wir besorgen uns dafür auf jeden Fall mal ein Grundstück und dann machen wir mal Folgendes. Ich werde mal ganz kurz eine Arena vorbereiten und dann sehen wir uns gleich wieder. 20 Minuten später. Okay, Freunde, ich spawn jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Zombies. So, zack. Und ich muss mal ganz kurz nachschauen, ob die mich auch angreifen. Ja, sie greifen mich an. Schnell in den Game Mode 1 auf jeden Fall. Und, Okay. Schnell hier raus. Also wundert euch nicht, dass das jetzt nicht die schönste Arena geworden ist. Aber sie erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck, würde ich sagen. So. Dann werde ich jetzt mal kurz hier hochfliegen. Dann brauchen wir mal eine Truhe. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie lange wir überleben werden. Mit der Rüstung. Also, zack und zack. Dann packen wir die auf jeden Fall erstmal hier rein. So. Und dann würde ich sagen, testen wir zuallererst mal die Rüstung hier aus. Und ich würde sagen, damit das Ganze fair ist, werde ich für jede Rüstung immer ein Diaschwert benutzen. So, zack. Dann werde ich natürlich in den Game Mode 0 gehen, damit ich auch Schaden bekomme. Und dann, zack, die Rüstung an, Diamantschwert an. Und jetzt werde ich euch noch einen Timer einblenden unten. Und dann bin ich gespannt, wie lange wir jetzt überlegen mit den einzelnen Rüstungen. Also, dann, okay, let's go. Zack. Okay, ich darf mich natürlich auch wehren. Oh mein Gott. Okay. Das hat weniger lange gehalten, als ich gedacht habe. Naja, kein Problem. Auf jeden Fall werde ich direkt die nächste Rüstung ausprobieren. Also, ach, ich muss mir ja, ich erstelle mir ein neues Grundstück, ganz in Gedanken. So, also, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es eine 1-Euro-Rüstung war. Dann probieren wir doch jetzt mal auf jeden Fall die Eisenrüstung aus. Und natürlich auch wieder ein Diaschwert dazu. So. Und dann wieder in den Game Mode 0. Also, okay. Also ein bisschen länger sollte sie auf jeden Fall halten. Was ist eigentlich für eine Verzauberung? Oh, auf der Goldrüstung ist eine ganz schön stabile Verzauberung. Habe ich gar nicht gesehen. Naja, let's go. Ich bin übrigens echt gespannt, wie lange die 100.000 Euro Rüstung hält. Naja, let's go. Auf ins Gezümmel. Okay. Lange hält man es auch nicht aus. Okay. Aber sobald man erstmal aus dem Getümmel raus ist. Okay, ja, okay. Okay, vorbei, finito schon direkt. Aber es hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger wieder gehalten.
probieren wir doch auf jeden Fall mal direkt die nächste Rüstung aus. Das ist die 1000-Euro-Rüstung. So. Dann natürlich wieder ein Dia-Schwert. Ist auf jeden Fall mal ganz interessant zu sehen, wie sich die Rüstungen dann doch unterscheiden in Minecraft. Ist natürlich auch klar. Wäre auch scheiße, wenn die alle gleich wären. So. Und dann geht's wieder ab dafür und runter. Oh. Oha. Oha. Oha, okay, das dauert ziemlich lange. Ich bin komplett in die Ecke gedrängt. Scheiße. Ich komme nicht mehr raus. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich werde jetzt... Oh, jetzt, ich bin wieder raus. Okay. Okay. Wisst ihr was? Ich hätte mich vielleicht einfach nur ins Getümmel stellen sollen, um zu gucken. Weil es ist irgendwie auch immer jetzt von Glück abhängig, wo ich gerade reinfalle und so. Auf jeden Fall hat das, glaube ich, wieder ein bisschen länger gereicht. Aber jetzt ist auf jeden Fall die 100.000-Euro-Rüstung dran. Bin jetzt echt gespannt, wie die abgeht. Die muss einiges aushalten auf jeden Fall. So, nehmen wir die auf jeden Fall. Und dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall wieder ein Dia-Schwert. So, zack, 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 zack. Und ab dafür runter. Okay. Okay, oh Gott, ich bin komplett umzingelt, oh Gott. Aber ich halt alles aus. Ich glaube, könnte es sein, dass ich diesmal überlebe? Ja, ich glaube, wenn alles gut läuft, dann überlebe ich es diesmal. Das sind bloß echt viele Zombies, Mann. Das sind echt viele Zombies, scheiße. Okay, wartet. Kein Problem. So. Ich schaff das mit der Rüstung. Safe. Okay. So. Bin noch irgendwie... Ich klicke manchmal noch ein bisschen zu schnell. Geht's euch auch manchmal so? Man muss ja immer ein bisschen warten, damit die volle Wirkung sich entfaltet. So. Ich wünschte gerade bloß, dass ich eine Axt mitgenommen hätte. Und kein Schwert. Okay. Oh Mann, die haben ganz schön viel Leben, die Zombies. Okay, aber es werden weniger Zombies. Sonst blende ich euch einfach jetzt kurz hier einen Zeitraffer ein. Mensch, wie viele Zombies sind das denn? Okay, und da sind die letzten Zombies jetzt auch gleich endlich besiegt. Und wir haben es tatsächlich mit der Rüstung geschafft. Und es ist noch echt viel übrig auch noch von der Rüstung. Die ist gar nicht so verbraucht. Guckt mal, wie viel Fleisch, wie viel verrottetes Fleisch hier noch überall rumliegt. Wartet mal, wie viel haben wir jetzt insgesamt? Ich muss mal ganz kurz hier, ich habe gar keinen Hunger mehr, auch ist mir aufgefallen. Auf jeden Fall 1, 2, 3... fast 4 Stacks verrottetes Fleisch haben wir auf jeden Fall bekommen. Aber da hat man auf jeden Fall gesehen, es lohnt sich schon, auf jeden Fall eine bessere Rüstung zu haben. Man ist so gut wie unbesiegbar mit einer krassen Rüstung in Minecraft. Also das ist schon echt auf jeden Fall krass. War auf jeden Fall interessant mal zu sehen, Freunde. Übrigens, ich habe mir überlegt jetzt gerade, während ich die Zombies besiegt habe, weil ich gemerkt habe, wie praktisch so eine Rüstung auf jeden Fall ist. Ich dachte mir, ich drop einfach mal 3 solche OP-Rüstungen komplett als Komplettset an euch. Das Einzige, was ihr machen müsst, um mitzumachen und eine Chance zu haben, die Rüstung zu gewinnen, ist ganz einfach. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, warum ihr mich auf YouTube schaut und euren Ingame-Namen ans Ende davon. Denn werde ich das Ganze auslösen und wenn ihr Glück habt,
habt ihr schon bald auch so eine OP-Rüstung auf jeden Fall. Naja, das war's dann jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich war in diesem Video übrigens auf meinem Server durchrasten.de. Ja, ich habe einen eigenen Server und ihr seid alle herzlich eingeladen. Kommt alle gerne mal drauf. Überzeugt euch am besten einfach selber. Wir sind ein Citybuild-Server. Ihr könnt hier euer eigenes Imperium quasi großziehen. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Und dann war's das jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Hat mich gefreut, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt.